Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich war ein bisschen Eisen sammeln. Ihr seht es, 30 Stück haben wir hier drin. Auch gleich alles fertig geputzelt und so. Wie versprochen. Und es kam überraschenderweise ein kleines Update rein. Und das gute Update hat zwei Sachen hinzugefügt. Einmal eine neue Rüstung und einen neuen Gegner. Damit hat irgendwie keiner so wirklich gerechnet. Aber umso mehr freut man sich doch drüber. Oh Moment, was mache ich denn? Ich muss mal kurz gucken. Wir brauchen hier mal ein bisschen Suppe. Hier den Rübeneintopf noch mit rein. Dann haben wir das erstmal. Das passt. Tränke sind auch am Start. Joa, haut alles hin. Dann können wir uns hier gleich mal was reinfuttern. Machen wir erstmal so. Gemütlichkeit haben wir bei 16 Minuten. Passt. Okay. Ich würde nämlich gern mit euch diese Folge nochmal ein bisschen in die Ebenen. Jetzt müssen wir bloß mal schauen. Wir hatten... Irgendwo hatte ich gesehen, dass wir noch Ebenen haben. So, auf jeden Fall hier oben, ne? Genau, wir wollten hier lang. Und da gehen wir jetzt auch hin. Das müsste dann eins von denen hier sein. Ich glaube, die Steinsuche. Ja, also, neue Rüstung, neuer Gegner. Das Ganze nennt sich Root Armor, also Wurzelrüstung, jetzt mal so übersetzt. Sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Jetzt nehmen wir hier gleich mal das Ding mit. Hier ist nichts mehr drin. Das können wir abreißen. Ah, wir haben kein Holz dabei. Wie immer. Aber hier liegt doch Holz, ne? Zweimal. Boah, hier ist wieder Windsturm sein Vater angesagt. Und ich habe die Axt weggepackt. Ach Mann, ey. Warum? Das muss mir natürlich wieder passieren. Ich packe die Axt weg. Und wir brauchen unbedingt Holz. Die Sache ist, hier so im Gebirge haben wir auch kaum kleine Sträucher, ne? Die wir irgendwie mal schnell abhämmern können. Nee, nicht wirklich. Gut, da müssen wir nochmal zurück. Tut mir leid, Leute. War keine böse Absicht. Also, Wurzelrüstung sieht ziemlich geil aus, finde ich. Eigentlich schon mit fast die hübscheste Rüstung im Spiel. Eine Rüstung fehlt uns ja jetzt erstmal noch. Dafür brauchen wir Flachs und Gerste, beziehungsweise wir brauchen Leinenzwirn, was wir dann daraus herstellen können. Das ist der Plan. Wartet mal, jetzt können wir auch einfach fix das hier einreißen. Und dann haben wir doch schon 10 Holz. Und weiter geht's. Ja, also ziemlich geile Rüstung. Ich weiß leider noch nichts über die Stats. Ich weiß nur, dass die recht anfällig ist gegen Feuer, weil es halt Holz und Wurzel und so. Aber dafür wohl eine große Resistenz gegenüber Gift hat. Das wäre natürlich für den Sumpf an sich auch nicht so schlecht. Denn wir bekommen die Rüstung oder die Zutaten für die Rüstung von einem Gegner im Sumpf. Das ist auch so ein Wurzelvieh, so vierbeinig und ist wohl relativ stark. Also ich habe ein kurzes Video dazu gesehen und muss sagen, das Vieh hämmert schon echt rein. Also könnte ein kleiner Boss sein. Wir gucken uns das Gute natürlich auch noch an. Ach, ich bin dumm. Ich wollte doch hier oben hin. Aber wir haben das Boot hier unten stehen, ne? Warte mal, hier sind auch Ebenen, ne? Ja, genau. Dann brauchen wir doch nicht dahin. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Wir haben das Boot bestimmt irgendwo hier stehen. Ich habe es mir mal wieder nicht markiert, wie immer. Ja, also wir gucken uns das Vieh natürlich auch noch an. Ich hätte die Rüstung gerne. Ich weiß, wie gesagt, leider nicht, wie stark die ist. Ich glaube nämlich fast nicht, dass die stärker ist als die letzte Rüstung, die wir uns jetzt machen können. Oh, kommen wir hier runter? Ich glaube irgendwie fast nicht. Wir sollten vielleicht lieber den Weg gehen, den wir gekommen sind. Ja, von daher, ich möchte es mir auf jeden Fall bauen, weil ich finde, die sieht mega geil aus. Ist halt auch wie so eine Wurzel, die sich so um einen herumschlingt. Also, ich finde es designtechnisch sehr geil gemacht. Also zumindest mal irgendwie was anderes, weil die Rüstung hier... Ja, die sehen halt alle irgendwie relativ gleich aus, ne? Ist halt normal eine Hose und ein Oberteil und ein paar Schuhe und ein Helm. Ich meine, der Helm ist schon fett. Aber ich finde, die Wurzelrüstung sieht halt doch ziemlich nice aus. Und natürlich will ich den Gegner auch mal besiegt haben. Mal gucken, wie viele wir besiegen müssen, damit wir alles davon zusammenkriegen, um die Rüstung zu basteln. Aber cool, dass es auf einmal so kommt.
Hab das Spiel gerade gestartet, kam ein kleines Update. Ich dachte mir, ja gut, sind bestimmt wieder bloß ein paar Bugfixes und so. Und dann stand aber in dem Update-Log auf einmal New Root Armor. Und ich dachte mir, na hoi, was denn da los? Googelst du mal und zack, neuer Gegner, neue Rüstung. Finde ich cool, dass zwischendurch mal wieder was Kleines reinkommt. Aber ich denke, die Entwickler haben halt auch gecheckt, dass sie die Spieler irgendwie noch ein bisschen bei Laune halten müssen. Eigentlich ist es schon zu spät für die meisten, aber es hätte halt etwas eher was kommen müssen, weil viele halt schon lange durch sind und das Spiel wahrscheinlich schon deinstalliert haben. Aber naja, für mich passt es gut. Ich freue mich drüber, dass mal wieder eine kleine Neuerung gekommen ist. Und das nächste große Update kommt bestimmt auch bald. So, hier kommen wir runter. Irgendwo waren, glaube ich, auch Wölfe oder sowas, aber wir ignorieren die jetzt einfach mal. Ich hoffe mal, hier kommt noch mehr als dieser kleine Streifen. Denn wir brauchen unser erstes Dorf von den guten Kobolden, Goblins, Fullinger, wie auch immer. Weil in den ihren Dörfern wächst halt Flachs und Gerste und genau das Zeug brauchen wir. Sonst kommen wir halt nicht weiter. Weil wir halt den Leinzwirn basteln müssen für die nächste Rüstung. Waffentechnisch bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Also es gibt da noch das Schwert. Ich glaube, das haben wir auch schon freigeschalten. Ja, ich bin mir relativ sicher. Das ist natürlich sehr, sehr stark, aber Frostner zählt halt auch mit zu den stärksten Waffen. Jetzt will ich erstmal kurz gucken, dass wir das Boot uns mal markieren. Was ist denn hier los? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ach nö, kein Troll bitte. Da hinten ist unser Boot. Jetzt ist natürlich die Frage, geht das hier noch weiter? Erstmal hier kurz Boot ranmachen. Ich guck mal noch fix, ob die Ebenen hier noch irgendwie größer werden nach hinten. Oder ob es das war, weil wenn es das war, dann können wir mit dem Boot eigentlich direkt hier hoch. Weil hier kommen auf jeden Fall noch Ebenen. Also Ziel jetzt auf jeden Fall erstmal so ein Dorf von den Typen finden, dass wir uns das Zeug da holen können. Weil dann können wir auch Brot backen und können dann generell auch die besten. Oh, guck mal. Da sehe ich doch schon welche. Und können damit dann auch die besten Lebensmittel endlich herstellen. Wir brauchen halt das Mehl unbedingt noch dafür. Der erste Pfeil, der ist immer so unglaublich stark. Habe ich denn gerade? Feuerpfeile? Okay. Ich hätte halt auch echt Bock, mit euch in den Sumpf zu gehen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie häufig kommt das Vieh vor. Weil so stark, wie es halt auch sein soll, denke ich jetzt nicht, dass das alle 3 Minuten an irgendeiner Ecke steht. Das wäre zumindest ziemlich hart. Oha, shit, ey. Ich renne hier aber auch schon wieder rum. Wie so große... Ah, oha, oh Gott, er hat nicht getroffen. Was war denn da los? Komm her. Oh, geil, getroffen. Wo ist das andere Vieh? Ich sehe es nicht. Dann müssen wir erstmal mit dem Schild blocken, ja. Aber gut, mit Schild sieht es auch schon echt gut aus mittlerweile, ne? Was war denn das jetzt? 1, irgendwas Schaden? War ja lächerlich. Komm, totes Kido. Also von denen müssen wir auf jeden Fall keine große Angst mehr haben. Eine Nadel. Habe ich keine Ahnung, wo die andere ist. Die sind halt auch immer so klein und in diesem hellen Gras in den Ebenen sieht man es auch immer so schlecht blinken. Naja, was soll's. Eine Nadel verloren oder vielleicht hat's auch... Na, wo ich glaube, die droppen immer eine, ne? Egal. Guck mal. Geht schon direkt weiter. Hä? Triff doch. Jetzt haben wir's. Gefühlt landen die Nadeln aber auch immer irgendwo, wo das Vieh gar nicht gestorben ist. Also von dem finde ich es nicht. Das Ding hier sehe ich. Vielleicht lässt doch nicht immer jeder eins fallen. Ich weiß es nicht. Egal. Also Ebenen sind doch noch ein kleines Stückchen vertreten hier. War nicht nur so ein ganz kleiner, schmaler Streifen. Aber wir müssen halt wirklich das erste Dorf finden. Die Sache ist, die Dörfer haben es auch echt in sich. Ach, guck mal. Das sind, glaube ich, die Teergruben, ne? Die kamen mit dem Half-and-Home-Update. Auf jeden. So ein düster Blob. Die greifen wir doch mal an. Weiß nicht, ob es so sinnvoll ist mit...
Alter Schwede. Alter Schwede. Holy shit. Junge, 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 Junge. Boah, wann hört das auf? Geteert, 2 Sekunden. Alter, habt ihr das gesehen? Ich gehe hier so voll optimistisch ran. Alter Schwede, das hat aber gerade ordentlich reingepfeffert. Och, Menno. Da müssen wir Knochenwanst anhauen. Ich wollte jetzt schon mal gerne so ein Vieh besiegen, aber die, da kam ja gefühlt eine ganze... Ja, eine ganze, weiß ich nicht. Ihr wisst schon. Haben auf einmal tausende Teerschüsse. Haben wir jetzt hier das erste schon besiegt? Ist da... Guck mal, Teer. Dunkelholztor, Schindeldach, Schindeldach, First. Schindeldach, 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 Schindeldach. Ja gut, jetzt kommen die ganzen Sachen, die wir damit machen können. Dunkelholzpfosten. Geschnitzter Dunkelholztrenner, okay. So eine spanische Wand oder sowas. Schwarzmetallkiste. Langer, schwerer Tisch, Bade... Ah, geil, Badezuber. Das ist doch hier das Whirlpool-Ding. Können wir mal kurz gucken. Bestimmt bei Möbeln mit drin. Hier haben wir es. Was braucht das? 6 Teer? Und den Rest haben wir eigentlich. Geil. Müssen wir bloß noch ein bisschen Teer sammeln. Das gab jetzt einen einzigen Teer. Na super. Aber die Viecher haben es echt ein bisschen in sich, ne? Ich glaube, wir brauchen echt Knochen. Ich hau jetzt Knochenwanst an. Und dann werden wir hier einfach volle Attacke drauf gehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lieber blocken sollte mit dem Schild, wenn der gleich losschießt. Aua. Aber die teilen sich dann auch jetzt die ganze Zeit, ne? Oder? Also mit Knochenwanz geht's einigermaßen. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen im Nahkampf rangehen. Aua, aua. Alter Schwede. Es ist wirklich immer nur ein Vieh, was hier losschießt. Aber wenn es halt losschießt, dann geht's auch los. Und jetzt kommt hier noch ein totes Kido, natürlich. Hab ja gerade nichts Besseres zu tun. Aber der hat nichts fallen lassen, ne? Boah, das ist ein bisschen bitter. Wenn dann nicht mal jeder was von dem Teer droppt. Keine Nadel, ne? Also anscheinend wirklich nicht jedes. Jeder totes Kido lässt so eine Nadel fallen. Obwohl hier vorne liegt ein bisschen Teer. War auch wieder nur eins, ne? Also es, oh, obwohl wir haben 3. Irgendwo haben wir noch 1 aufgenommen. Es ist halt die Frage, kommen die unendlich hier raus? Ist das ein Spawner? Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen ausnutzen, dass wir Knochenwanst aktiv haben. Ey, ohne Knochenwanst sind die halt echt nicht ohne. Die sind halt relativ schwach, ne? Also wenn wir ein paar Mal treffen... Haben wir es eigentlich, aber wir müssen halt gucken, dass wir uns nicht treffen lassen, weil geteert zu sein ist irgendwie gar nicht so geil. Hä? Ach nein. Ich dachte gerade, dass wir... Also die Feuerpfeile sind leer. Wir haben gerade gefühlt mit 2 Pfeilen gar keinen Schaden gemacht. Ich dachte gerade, dass normalen Pfeile hier nichts bringen, aber ich glaube, ich habe einfach nicht getroffen, weil jetzt machen sie ja auch Schaden. Ach komm, ja, ist gut jetzt. Bam. Vor allem, das ist Gift und geteert, ne? Das ist echt eine miese Kombi irgendwie. Und da haben wir wieder Teer. Ja, jetzt verbringen wir die Folge leider doch erstmal hier bei den Teerviechern, aber ich konnte auch nicht riechen, dass die auf einmal am Start sind. Ich finde es aber ganz cool, weil wir mit dem Teer halt doch noch eine ganze Menge anfangen können. Wie lange haben wir noch Knochenwanz? 2 Minuten und deswegen... Nutzen wir das jetzt mal. Guck mal, ist das alles voll Teer hier drin? Das ist halt die Frage. Sollten wir hier reinspringen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, ich würde es so gerne ausprobieren. Aber wenn wir natürlich da drin sterben, ist richtig schlecht. Halt die Frage. Weil hier liegt so viel Teer drin. Ich hätte das ganz gerne. Steckt im Teer fest. Ach, Moment. Ja, genau. Jetzt kommt es mir wieder. Entschuldigung. Half-and-Home-Update-Video, was ich gemacht habe, ist schon ein paar Momente her. Man muss das Teer irgendwie abfließen lassen. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Mal gucken, ob das funktioniert. Es ging, glaube ich, noch auf irgendeinen anderen Weg. Weil ich mal gelesen hatte, oder mir hatte jemand, glaube ich, einen Kommentar geschrieben, dass das mit dem Ablassen nicht immer so easy funktioniert. Dass es irgendeinen anderen, leichteren Weg gibt. Wir müssen mal gucken, ob das so klappt oder nicht.
Zumindest haben wir jetzt erstmal alle Düsterblobs erledigt. Guck mal, die haben da oben echt ein bisschen gesammelt, ne? Ein paar Knochen. Ja, ich glaube, so ist das prinzipiell schon der richtige Weg. Ob das wirklich ausreicht, um das Ding hier leer zu kriegen, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch gerade kompletten Schwachsinn. Wenn ja, tut es mir nicht leid. Oder wir müssen halt wirklich einfach genügend hacken oder immer wieder tiefer, dass das Stück für Stück halt abfließt. Das kann natürlich auch sein. Steckt immer noch im Teer fest. Aber ist natürlich geil, wenn wir das Ding hier leer kriegen, haben wir hier eine ganze Menge Teer bekommen. Guck mal, Vlies, Vlies, Vlies. Es fließt ein bisschen ab, ne? Also ich glaube, so ganz umsonst ist es nicht, was wir gerade machen. Guck mal, da haben wir, ja, oh geil, vor allem richtig viel, 5-mal. Das wird noch feststecken, aber das kriegen wir schon. Perfekt. Okay, also es bringt auf jeden Fall was. Was wir gerade tun. Komm, lass uns das noch machen. Dann gehen wir halt nächste Folge nochmal ein bisschen auf die Suche. Ich habe halt echt Bock auf das erste Dorf der Goblins. Ja, dann schalten wir nochmal so unglaublich viele Rezepte frei, wenn wir das erste Mal Gerste und Flachs bekommen. Dann können wir wirklich die beste Rüstung machen und dann schauen wir mal, ob wir in einer der nächsten Folgen vielleicht doch nochmal den Sumpf besuchen gehen. Ein bisschen Bock auf das neue Vieh habe ich halt schon. Ja, das ist mir egal. Ich möchte mich nicht ausgeruht fühlen. So, viel ist es doch nicht mehr. Komm. Attacke, fließ ab. Ich muss nochmal googeln, was der bessere Weg war oder der alternative Weg, um das Zeug hier leer zu kriegen. Eine ist halt auch nicht so geil hier für die Umwelt, wenn das Teer einfach überall hin fließen lassen, aber mir soll es egal sein. So, guck mal, das sieht doch schon gut aus. Zack, zack, bam. Wie viel wiegt denn das Zeug? Nur 2 Kilo pro Teer. Auf jeden Fall nicht wenig. Das war viel. 11 Stück, geil. Ja, das ist natürlich cool, ne? Knochenwanst aktiviert, dann 3, 4 von so einem Düsterblobs hier mal weggeschossen. Nein, war jetzt nicht das Riesending. Und bam, hast du hier auf einmal, wahrscheinlich wenn wir fertig sind, 100 Teer am Start. Das ist schon relativ geil. Müssen wir bloß gucken, es wird langsam Nacht. Ich glaube, wir waren noch nie nachts in den Ebenen. Sollte man wahrscheinlich auch nicht unbedingt machen. Ja, ich glaube, dann kommen diese komischen Goblins mit ihrer Fackel. Das sind nochmal andere Viecher. Zumindest habe ich mal gelesen, dass die nur dann kommen. Also nur nachts halt. Ich muss ein bisschen gucken. Ich will hier nicht böse überrascht werden. Jetzt müssen wir bloß mal schauen. Weil das letzte kleine Stück... Ich habe den Reif leider nicht dabei. Das ist, man sieht hier im Teer halt echt wenig. Tut mir gerade auch leid für euch. Ich habe halt leider den Reif gerade nicht am Start. Aber in den Ebenen brauchen wir halt auch unbedingt den Helm. Das ist halt doof, wenn wir da mit dem Reif rumrennen und dann auf einmal überrascht werden. Hier ist immer noch ein bisschen was und das hätte ich auch immer noch ganz gerne. Bist mit klebrigem Teer bedeckt? Oh nee. Achso, wir wurden jetzt einfach geteert. Okay. Bin ich schon gewohnt. Das haben wir noch bekommen. Ja, ich weiß, dass ich im Teer feststecke. Och, komm schon. Wie kriegen wir den Rest hier noch raus? Dieser Knochen da oben. Oder die Knochen, die haben mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich dachte, da wartet irgendwas. Steckt im Teer fest. Oh, hier liegt noch so viel Teer. Wir kriegen es leider nicht. Wenn ich jetzt hier einfach nochmal ein bisschen tiefer kloppe. Bei ihm hier vorne. Dass das wirklich noch etwas abfließt, dann müsste es doch hoffentlich klappen. Komm schon. Gib mir das letzte Teer, dann machen wir nach Hause und machen erstmal Folgenende an der Stelle. Guck mal, reicht das jetzt? Man sieht es halt schwer. Nee, irgendwie nicht. Oh doch, hier oben, das haben wir noch bekommen. Ich würde gerne wirklich alles haben.
Na gut, wir sind halt mittlerweile auch hier viel, viel tiefer als hier, ne? Wir probieren das jetzt nochmal kurz, auch wenn eigentlich die Zeit schon rum ist, aber... Ich hasse das. Mit offenen Fragen eine Folge zu beenden. So, komm, zack. Zack, hau rein in Spaß hier. Bräuchte mal noch ein bisschen mehr Ausdauer. Ich weiß nicht, ob das geteert geht, glaube ich, auch auf die Ausdauer, ne? Aber geil, da haben wir die Folge das auch mal gesehen. Ja, wir stecken hier richtig tief in dem Zeug drin. Bin mir halt nicht sicher, ob das hier überhaupt noch abfließt. Wir irgendwie hier vorne schon so tief gegraben haben. Ja, komm, wir lassen das erstmal. Wir haben jetzt 91 Teer gesammelt. Das ist okay. Wir können uns da mal die Gegenstände angucken, die wir jetzt daraus basteln können. Notfalls wissen wir, dass hier noch ein bisschen was liegt. Wir werden sowieso nächste Folge, denke ich mal, hier noch ein bisschen weiter gucken gehen. Na, guck mal, da hinten ist nämlich der erste. Ich hoffe, die haben mich noch nicht gesehen. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo ein Dörflein hier. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, Werkbank. Dann Portal. Das Ganze hieß auf jeden Fall Steinsuche. Und dann machen wir uns jetzt hier nach Hause. Und haben doch, denke ich, die Folge erstmal genug erlebt. Also, nächste Folge ein bisschen weiter nach den Dörfern gucken. Und in einer der nächsten Folgen gucken wir auf jeden Fall auch noch nach dem neuen Gegner. Da habe ich ziemlich Bock drauf. Ich werde gleich noch ein bisschen das Zeug in die Truhen packen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.